BDMP gibt es eine weitere Disziplin, die gefühlt ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Die Rede ist von DP3, Dienstpistole 3. Das Besondere an Dienstpistole 3 ist, hier wird mit einer dienstlichen Waffe mit Anschlagschaft geschossen. Das hat auch zur Folge, dass nur eine relativ eingeschränkte Anzahl verschiedener Waffen überhaupt für diese Disziplin zugelassen ist. Denn maßgeblich ist, es muss für diese Waffe einen Anschlagschaft geben. Ich hatte euch ja bereits ein Video gezeigt, in dem ich da den Bubitz Anschlagschaft euch vorgestellt habe. Da könnt ihr nochmal nachgucken. Der Bubitz Anschlagschaft, dieser hier, ist für die Glock-Pistole einer von zwei Anschlagschäften, die zugelassen sind. Bei anderen Waffen wie der Mauser, Schräger, Luger 08, C96, Colt 1911 etc. sind es dann diese originalen oder originalgetreuen Nachbauten der sogenannten Anschlagbretter. Das sind Holzschäfte, die hinten in einen Schwalbenschwanz, auf einen Schwalbenschwanz aufgeschoben werden und arretiert werden. Was nicht erlaubt ist, sind jetzt zum Beispiel Schäfte à la Roni, bei denen die Waffe umbaut wird. Was ein bisschen schade ist, ist aber so. Ich möchte euch jetzt ganz kurz die Disziplin einmal vom Sporthandbuch her mal kurz wiedergeben. Und zwar Dienstpistole 3, es ist die Disziplin C5. Waffe, alle unveränderten halbautomatischen Pistolen mit Anschlagschaft sind zugelassen. Die Visierung muss dem Original entsprechen, das heißt keine Red Dots, keine Reflexvisiere etc. Abzug 1360 Gramm. Trigger-Stop ist nicht zugelassen. Die Griffschalen müssen dem Original entsprechen. Sie dürfen durch gleichartige, zum Beispiel Holz gegen Kunststoffgriff, ersetzt werden. Sportgriffe, orthopädische Griffe, Umwicklungen und Überzüge sind nicht zugelassen. Also auch der Hogue Mono Gripper ist nicht zugelassen, wie bei DP1 und DP2 auch. Anschlagschaften. Nur Anschlagschäfte, die dem Original entsprechen, sind erlaubt. Das gilt auch für einfache Nachbauten, die in Form, Breite, Dicke und Länge dem Original entsprechen. Anschlagsysteme, in die die Waffe eingelegt wird, sind nicht zugelassen. Kaliber von .25 bis 4,56, Munition, handelsübliche, bla bla bla, das Übliche. So, zum Ablauf. Wir schießen 25 Meter auf ISSF-Scheibe, sprich auf die normale DSB-Scheibe. Der Anschlag ein- oder beidhändig unter Verwendung des Anschlagschaftes. Der Anschlagschaft muss in der Schulter eingesetzt werden. Das heißt, die Kurzwaffe wird im Grunde genommen geschossen wie ein Gewehr. Nur, dass ich eben keinen Vorderschaft habe, an dem ich greifen kann. Der Ablauf wird es werden 15 Schüsse in Summe abgegeben. Die Serie 1, 5 Schüsse in 120 Sekunden. Dann Serie 2, 5 Schüsse in 90 Sekunden. Serie 3, 5 Schüsse in 60 Sekunden. Also wir sprechen hier nicht über Zeitdruck. So, Schießbrille jeglicher Art darf verwendet werden, Auswertung. Dann gibt es noch Zusatz, kann man auch schießen, DP3 bis Entwicklungsjahr 1945. Das heißt, wir wollen das ganze Ding mal testen. Leider schaffe ich es nicht wirklich in kürzerer Zeit auf den Schießstand, da ich nächste Woche dienstlich verreisen muss und mein nächster Trainingstermin ist erst danach. Nächsten Sonntag hätte ich nochmal Training, da wollte ich eigentlich DP3 schießen, aber leider Gottes. Das heißt, ich zeige euch jetzt den Ablauf, weil ich denke mal, das ist das, worum es eigentlich geht, mit der Glock 17 Airsoft. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst, ich habe damit kein Problem, das mit dieser Airsoft zu tun, weil ich der Meinung bin, man hat sehr, sehr gut die Möglichkeit, mit der Airsoft-Pistole solche Disziplinen, die Abläufe, aber auch die dynamischen Disziplinen wie PP1, PP3, NPA, diese Abläufe, Intervallserien, Scheibenwechsel und so weiter, kann man wunderbar mit einer Airsoft in meinen Augen zu Hause auch trainieren, damit die Abläufe in Muskelgedächtnis übergehen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stelle mir jetzt mal den Timer. Ich nehme hier den CED, stelle ihn auf 120 Sekunden ein. Das bedeutet für mich eigentlich im Klartext, die Waffe wird auf Kommando geladen, in den Schaft eingesetzt und dann kommt irgendwann mal das Kommando für den Start, beziehungsweise Achtung, und dann geht der Timer, denke ich mal, los. So, das heißt, wie gesagt, erste Serie, 5 Schuss in 120 Sekunden. Meine Fresse, das sind 2 Minuten.
Was soll ich in den letzten... Oh. So, also, wir sagen dann mal Start. Und ich sag mal, bei 120 Sekunden hat man jetzt tatsächlich keinerlei Zeitnot. Man kann in aller Ruhe die Waffe, das Ding in Anschlag bringen. So, das war jetzt Station 1 und ich habe noch viel, 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 viel Zeit übrig. Wer auf diese Zeiten gekommen ist, der gehört, glaube ich, in der heutigen Zeit echt gesteinigt, weil das ist ja wie die 5 Schuss in 5 Minuten. Das ist, finde ich irgendwie uncool. So, ich habe die nächsten 5 Schuss in das Magazin geladen. So, das heißt, wir gehen mal runter auf die 90 Sekunden. Dann würde ich sagen, Start. So, das waren wieder 5 Schuss und ich habe da immer noch einen ganzen Arsch voll Zeit. Also diese Zeitvorgaben, das ist eigentlich ziemlich lächerlich. Selbst mit scharfer Munition dürfte das 0,0 Problem darstellen. So, und dann gehen wir mal auf die Station 3. Ich erspare mir jetzt tatsächlich den Timer, weil 60 Sekunden ist es gleich wie 90 Sekunden. In der Zeit kann man ja eigentlich die Bohnen noch zwischendrin beim Laden stopfen. Aber ich finde diese Disziplin ziemlich lustig, also eigentlich ziemlich geckig. Und durch den Anschlagschaft halt sehr, sehr ungewohnt. Das muss man ganz klar sagen. So, und damit haben wir jetzt 15 Schuss durch. Das ist im Grunde genommen DP3, das ganze Hexenwerk. Das Einzige, was ihr braucht, ist eine zugelassene, für DP3 zugelassene Waffe. Die könnt ihr der unten verlinkten Dienstpistolenliste entnehmen. Ist relativ weit unten. Und ihr braucht einen für die Disziplin zugelassenen Schaft. Oder einen entsprechenden originalgetreuen Nachbau. Ich finde diese Disziplin ziemlich lustig. Ich bin gespannt, wie es auf der Landesmeisterschaft damit läuft. Das wäre das erste Mal, da ich das mache. Ich werde natürlich die Glock, also die richtige Glock mit dem Schaft auch testen. Aber da, wo ich sie teste, kann ich halt in der Form nicht unbedingt die Videoaufnahmen damit machen. Das sehen die da nicht so gerne. Von daher werden wir uns für den scharfen Schuss hiermit entweder bis zur Landesmeisterschaft gedulden müssen oder bis zum nächsten Training, wo ich das Ding dann mit dabei habe. Dann ist auch nach der Landesmeisterschaft. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt und